Jetzt möchte ich dir weitere Möglichkeiten zeigen hier mit der Programmiersprache Scratch. Ich habe jetzt hier normalerweise immer die Katze als Objekt. Ich kann das jetzt aber hier löschen und mache mir selber ein eigenes Objekt und kann mir jetzt hier eins malen. Ich kann mir etwas auswählen und kann dann sagen, entweder gefüllt oder nicht gefüllt. Wähle mir die gefüllte Version des Kreises, nehme mir dann eine Farbe und male mir das den Kreis jetzt hier sehr auf, klicke auf OK und habe dann hier dieses Objekt und kann dieses Objekt dann auch verschieben. Ich kann dann hier auch die Kostüme dann verändern, indem ich jetzt hier auf Kopieren gehe und kann dann hier auf Bearbeiten gehen und kann dann aus diesem roten ersten Kostüm dann ein blaues zum Beispiel machen, wähle mir hier diese Farbe blau und nehme dann hier dieses Werkzeug ausfüllen, klicke dann hier herein und habe jetzt hier ein blaues, einen blauen Ball für ein blaues Kostüm. Gehe jetzt wieder herein, verändere hier den Namen von Objekt 1 auf Ball, Ball 01 zum Beispiel, und möchte mir jetzt ein weiteres Objekt machen, in dem Fall wieder einen Ball, wieder gefüllt, dann nehme ich mir jetzt aber eine andere Farbe, hier ein Grün, und klicke auf OK und habe jetzt hier ein zweites Objekt und möchte hier bei diesem zweiten Objekt, wir nehmen das Ball 02, Ball 02, möchte ich hier wiederum ein neues Kostüm machen, nehme hier eine andere Farbe, die ich noch nicht genommen habe, hier nehmen wir dann da dieses Orange, wähle wieder das Füllwerkzeug, klicke herein und habe dann mein zweites Kostüm für meinen zweiten Ball, für mein Objekt Ball 02. Ich habe jetzt also hier zwei Objekte. Die kann ich jetzt hier frei hereinsetzen und möchte jetzt hier dann eine Bewegung machen. Das Ganze fängt an, ich gehe jetzt hier auf Skript beim ersten Ball. Wenn angeklickt, soll etwas passieren und es soll dann fortlaufend passieren. Er soll als Bewegung immer 10 Schritte machen und wenn er dann an den Rand kommt, soll er abprallen. Und dasselbe machen wir jetzt hier beim Ball 02. Ich gehe jetzt hier wiederum her, mache eine Steuerung, mache dann wiederum eine wiederhole fortlaufen, das heißt eine Schleife soll so lange durchgeführt werden, füge dann wieder die Bewegung ein und nehme dann wieder Pralle vom Rand ab und kann das Ganze dann einmal probieren zu starten. Sind die Objekte unterwegs? Relativ rasch sind sie unterwegs. Ich stoppe das Programm jetzt hier. Dann möchte ich, gehe hier auf Füllen, ich möchte hier zum Beispiel füllen, wenn etwas unter bestimmten Bedingungen passiert. Was nehmen wir uns denn hier? Wiederhole bis, könnte ich jetzt hier nehmen. Ich bin jetzt hier beim zweiten Ball, gehe jetzt hier herein. Er soll bis zu einer bestimmten Bedingung etwas wiederholen, das hier brauche ich nicht mehr. Nämlich, er soll fühlen. Was soll er fühlen? Ob er etwas anderes berührt, nämlich ob er berührt. Was könnte das sein? Na, es könnte sein, dass er den ersten Ball berührt. Wenn die aufeinandertreffen, dann soll er das hier machen, bis er den zweiten Ball berührt und dann soll er aufhören. Ich setze jetzt dorthin und schaue, ob das Ganze funktioniert. Beide sind unterwegs und hier wurde dann der Ball berührt und es ist dann, hört er dann auf, weil länger soll er es ja nicht dementsprechend machen. Wenn er dann berührt wird, wollen wir noch einen Klang hinzufügen. Möglichst vollständig. Das heißt, das hier. Was nehmen wir denn da? Klänge haben wir noch keine eingefügt. Also gehe ich hierher, importiere einen bestimmten Klang. Was können wir da nehmen? Oder da. Oh, das klingt aber sehr wild, aber nehmen wir es uns. Geht da herein und diese Ball 02 übernimmt dann hier diesen Klang Inspiration. Starten wir das Programm noch einmal. Ja, und der andere geht dann weiter. Wenn ich möchte, dass das Programm dann auch aufhört, kann ich hier nochmal auf Steuerung gehen. Er soll eben diesen Klang abspielen und soll dann alles stoppen. Probieren wir das Ganze nochmal zu starten.
Und er hat fertig gesungen und dann hört schon hier der andere ebenfalls auf, dann weiter zu springen. Was man ebenfalls noch machen kann, ist natürlich, dass wenn der berührt wird, nämlich dann der erste Ball, gehen wir hierher, können wir das wiederum machen, dass man das wiederhole fortlaufend wegnimmt und dann wiederum ersetzt, können wir dann wiederum machen bis, wiederhole bis letztlich, da ist der Bereich wiederhole bis, dann wieder wird berührt, in dem Fall sind wir gerade beim ersten, also wenn er vom zweiten berührt wird, ja, bis er das macht, soll er das machen und danach, wenn er berührt wird, soll er dann sein Aussehen verändern. Und das könnte man ja machen, indem wir ihm dann einfach geben, er soll das nächste Kostüm nehmen, dann ebenfalls einen Klang von sich geben. Schauen wir, wie das dann, wenn beides dann doppelt da ist. Hui, das klingt aber ganz wild. Aber soll uns jetzt nicht schrecken. Und wir nehmen dann Spiele Klang. Und dann soll er dann den Singer nehmen. Ja. Das hat jetzt abgespielt und jetzt setzen wir das Ganze mal auseinander und wir starten das Ganze. Also beide Töne gehen gleichzeitig. Wir haben jetzt hier gesehen, dass das Ganze so lange wiederholt wird, bis ein bestimmter Fall eintritt, wird das hier innen ausgeführt und dann wird das nächste dann angezeigt.